Also der erste Gedanke, wenn morgens das Licht angeht, ist eigentlich, wie schnell sich der Stromzähler dreht. Ja, das war schon ein wenig anders früher. Ja, man ist, glaube ich, mit kleinen Zahlen groß geworden und hat heute gelernt, mit größeren zu arbeiten. Aber ganz ehrlich, habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken darüber gemacht, ja, wie und wo man jetzt irgendwo steht. Und auch das Materielle an sich ist eigentlich nicht das, womit man sich großartig beschäftigt. Ja. Man beschäftigt sich immer noch mit vielen Einzelheiten, die dann letztlich ein Ganzes bilden. Und ja, es macht einfach Spaß, auch mit den Leuten da irgendwo zusammen nach vorne zu arbeiten, ja, und es einfach weiter voranzutreiben. Und ich bin auch fest davon überzeugt, wenn man nicht immer nur auf den höchsten Ertrag und auf das beste Margengeschäft fixiert ist, dann kommt der Erfolg auch von ganz alleine. Also wenn ich mein eigener Kunde wäre, glaube ich schon, dass ich das Gefühl hätte, dass ich ja vernünftig aufgehoben bin und dass ich mich irgendwo sicher fühlen kann. Ne? Mir ist ganz wichtig persönlich auch das Vertrauen, ja, und diese zwischenmenschlichen Beziehungen aufzubauen und mehr einfach zu haben wie rein das Kunden-Lieferanten-Prinzip, sondern ja irgendwo auch Partnerschaften, ja, wo man wirklich auch vertrauensvoll miteinander umgeht, wo man für Dinge steht, ja, wo noch wirklich das Wort zählt und wo man sich drauf verlassen kann. Also eigentlich ist es egal, wo und was man versenden möchte und wo es herkommen soll, wir kümmern uns drum. Wir haben uns seinerzeit damals eine Sparte ausgesucht, wo wir eine Nische, ich sag mal, finden wollten. Die haben wir im Bereich dann der Kunststoffindustrie gefunden, hauptsächlich im Halb- und Fertigwarenbereich, das heißt Plattengeschäft, Profile etc., das ganze Zubehör. Dort haben wir wirklich mit, ja, ich sag mal, abnormalen Größen zu tun. Jede Platte und jeder Produkttyp hat natürlich auch besondere Spezifikationen, die beachtet werden müssen. Und da sind wir wirklich von vorne bis hinten das so weit optimiert, dass jeder weiß, was er tut. Jeder kennt den Werkstoff Kunststoff, der für uns was ganz Besonderes darstellt und geht auch ganz besonders damit um. Ich denke, das Besondere an uns ist das Zusammenspiel der Mitarbeiter, der einzelnen Mitarbeiter, die wirklich wirklich teilweise hochmotiviert zur Sache gehen und die absolut auch in meiner Spur laufen, ja, meine Werte auch, ja, ich sag mal, mittransportieren. Ja. Das dann auch nicht nur physisch, ja, auf dem LKW, sondern halt in allen Bereichen irgendwo, ja, die da wirklich mitgehen und voll und ganz hinter der Sache stehen. Und das merkt auch der Kunde irgendwo. Ja. Das ist doch was anderes, ob man sich da wirklich reinsteigert und da motiviert ist und mit der Sache mitgeht oder ob man einfach nur einen Job macht. Ich bin Wim Becker. Ich bin ein Teil von Becker Logistik.